Und wenn ich denn so gar nicht mehr weiter weiß, so wie jetzt so ein bisschen, wie das alles werden wird, dann gucke ich mir manchmal solche Dokumentationen an über so Höhlenmenschen. Na, nimmt man an, so vor 15.000, 20.000 Jahren, Menschen in einer Höhle gewohnt. Und da gibt es solche Dokumentationen, ihr kennt das. Also da sitzen so, sagen wir, Schauspieler um ein Feuer rum, na, in Fellkostümen und machen komische Geräusche, weil man ja nicht weiß, wie die damals gesprochen haben. Weiß man nicht. Also man hat da jetzt eine Scherbe gefunden und einen Knochen und so und muss sich das alles zusammenreimen. Und deswegen sind diese Dokumentationen so, sagen wir, gleichnishaft. Es ist nämlich ganz einfach. So ein Leben vom Höhlenmensch ist total einfach. Es geht im Prinzip um drei Dinge. Ne? Das erste ist Nahrung suchen, also jagen gehen, sammeln gehen, irgendwas. Das zweite ist Nachkommen zeugen. Und das dritte ist bei beiden Tätigkeiten nicht vom Tiger gefressen werden. Dann ist der Tag okay, so als Höhlenmensch. Ne? Da müssen die armen Schauspieler auch so komische Geräusche machen, wenn die da ums Feuer sitzen. Man weiß es nicht. Vielleicht haben die sich ganz. Ne? Karl-Heinz, wie war die Jagd? Mensch, super. Mammut. Man weiß es nicht. Und ich sitze dann da und denke, toll. Das ist so einfach, das Leben. Drei Dinge sind zu beachten und das Leben ist okay, laut dieser Dokumentation. Und dann schreibe ich mir das auf, ne, für unterwegs. Kann ich ja aufschreiben, hier erstens Nahrung suchen, sammeln gehen. Nun müssen wir nicht jagen gehen. Also die wenigsten. Naja, vielleicht bald wieder. Also, wir gehen halt arbeiten. Ne? Punkt 2, Kinder zeugen hat sich in den letzten 15.000 Jahren, na, vielleicht sind ein paar Techniken dazugekommen. Aber vielleicht hatten die, wie gesagt, man weiß es nicht, vielleicht hatten die einen Riesenspaß. Ne? Punkt 3 ist wichtig. Punkt 3, der Tiger. Heutzutage den Tiger erkennen, ist schwierig. Der rennt ja nicht mehr rum so mit Zähnen und Streifen und. Der trägt ja gerne mal einen Anzug, oder eine Uniform. Und wenn das alles nichts nützt mit den Zettel in der Tasche, dann ist mir ein bisschen nach Weglaufen manchmal. Es fällt ein Blatt, der König ist tot. Und die Sonne steht tief schon im Westen. Oh, die Geier sind satt und die Königin droht. Im Land sterben zuerst die Besten. Die Feigheit Gesetz, die Dummheit im Volk und die Liebe salutiert vor der Schuld. Keine Fische im Netz und die Königin schmollt. Die Fische halten keine Geduld. Oh, lauf, Johnny, lauf, der Kragen wird eng. Schon an wie der Strick. Oh, lauf, Johnny, lauf, hier riecht es schon streng. Lauf und komm, lauf und komm, lauf und komm nie mehr zurück. Die Fische sind längst eingebüxt und lassen uns allein zurück. Es fällt ein Baum, der König verwest. Und im Osten wird es nie wieder hell. Oh, die Nixen zu Schaum und die Königin döst, träumt sich ihren ruchlosen Held. Der Frieden verbrannt, die Freundschaft für Geld und die Lust salutiert vor dem Heer. Die Drachen im Land und die Königin bellt nach dir, Johnny, und deinem Schwert. Oh, lauf, Johnny, lauf, der Boden wird heiß und nur Asche bleibt ewig. Oh, lauf, Johnny, lauf, zu hoch war der Preis und gar nichts wird, gar nichts wird, gar nichts wird, gar nichts wird gut. Die Drachen werden nicht mehr gehen, solange bis wir kein Licht mehr sehen. Vergessen und die Nacht dauert ewig im Land. Oh, die Soldaten zu alt und der Königin fressen die Motten am seidenen Gewand.
betäubt die Vernunft, die Sehnsucht ertränkt und die Leidenschaft salutiert allein. Die Lieder verstummt und die Königin fängt die Motten mit Schleuder und Stein. Oh, lauf, Johnny, lauf, die Grenze ist nah und deine Schuhe sind noch ganz und dein Herz. Oh, lauf, Johnny, lauf, die Geschichten sind wahr. Immer lauf, immer lauf, immer lauf, immer lauf, nordenwärts. Die Motten fressen Königsgarn, weißt du noch, wie schön wir waren? Dann werden wir uns wiedersehen. Doch jetzt lauf, Johnny!